Martin, nach dem 5:0 gegen Hellersdorf, was wir leider verloren haben, hast du dir heute so eine Reaktion erwartet? Nicht erwartet, verdammt. Weil, wie wir uns letzten Sonntag präsentiert haben und verkauft haben gegen Hellersdorf, die nicht die Übermannschaft war, wo wir eigentlich hätten gewinnen können, die Mannschaft überhaupt nicht funktioniert hat. Von A bis O nicht, von 1. bis zum 12. Mann, weil wir haben ja nur einen Auswechselspieler gehabt. Und von zwei Spielern versetzt, sind also sich nicht hingefahren, konnten nicht reagieren, haben nachher noch mit 8 Mann gespielt. In der Höhe 5:0 verdient verloren, weil wir einfach jetzt zugelassen haben, dass gegen uns gespielt. Und von daher habe ich heute eine Reaktion erwartet, weil ich habe die Mannschaft auch so eingestellt, dass sie eine Reaktion mehr zeigen muss. Ich habe auch klare Worte gesprochen und die Mannschaft hat das umgesetzt. Ich habe gesagt, es wird ein schweres Spiel. Es wird kein schönes Spiel, es wird ein Kampfspiel. Und man kann auch mal ein Bracket 1:0 oder ein 2:1 nach Hause fahren. Wir hätten uns das natürlich einfach machen können, ein 4:1 diesen Sack zumachen können. Haben natürlich dadurch uns wieder ein Gegentor eingefangen. Ein 3:2 haben wir nochmal eingemacht. Aber erste Halbzeit haben wir nicht zugelassen. Also der Gegner hat nicht 1:1 eine 100%ige Chance gehabt. Haben verdient 2:0 geführt. Zweite Halbzeit dann natürlich. Kurz vor Halbzeit haben wir uns 2:1 eingefangen. Was dumm war. Wir wollten nochmal spannend gemacht haben. Die sind nochmal stark. Und die waren gut. Zweite Halbzeit war das eigentlich nur noch eine Haue von vorne bis hinten von beiden Mannschaften. Der Gegner hat nur noch versucht, mit langen Dinger, mit der Brechstange Ausgleich zu schaffen. Wir haben eigentlich nur noch Abwehrverhalten da geboten, haben wirklich nur noch gefightet. Die Feite war auch ein Ansatz von mir, dass ein Kampf spielen wird. Und da haben wir verdient 3:2 gewonnen. Und ich bin eigentlich sprachlos, weil wir können wirklich gegen jeden gewinnen, aber auch gegen jeden verlieren. Wir verlieren nicht, wir lassen Punkte manchmal liegen gegen Mannschaften, weil ich überhaupt nicht verstehe. Und zu Hause gegen Spitzenreiter Preußen gewinnen wir 5:1, heute gewinnen wir 3:2. Beide Spiele verdient geworden. Das checkt viel mehr in der Mannschaft, aber ich muss auch begreifen und wissen, was sie für eine Stärke besitzen. Und das ist das Problem bei uns. Und wir sind nicht konstant. Allerdings. Wie beurteilst du den Saisonstart jetzt? Saisonstart? Naja, Saisonstart hat eigentlich ist nach hinten losgegangen. Erstes Spiel 3:2 verloren, gegen Normandia, wo man sich unterhalten. Da war alles schieflaufen, was man schieflaufen kann. Dann haben wir uns gefangen, 2 Spiele gewonnen. Dann haben wir wieder verloren. Also wir sind zu Hause und nicht schlafen. Aber wir müssen zusehen, dass wir auswärts unsere Punkte holen. Denn auswärts haben wir noch kein Spiel gewonnen und präsentieren uns auswärts katastrophal. Weiß nicht, woran das liegt. Das ist eine reine Kopfsache. Das hat nicht mit Fußball damit zu tun, dass die Jungs kein Fußball spielen können. Das Potenzial ist einfach da. Wir sind eine gute Mannschaft. Wir haben Potenzial. Und wir haben auch das Potenzial aufzusteigen. Aber die müssen sich der Sache nicht bewusst, weil auswärts verkacken wir von vorne bis hinten. Und deswegen möchte ich die Sache auch nicht zu hoch loben heute. Wir waren arbeitssieg, die Jungs haben verdient. Ich bin stolz auf die Mannschaft, weil sie wirklich gekämpft haben. Wir haben heute ohne 7 Stammkräfte gespielt. Wir haben heute, sagen wir mal, eine halbe B-Team gespielt. Und trotzdem haben die Jungs geschafft, meine Vorgaben umzusetzen. Und da sieht man, dass Fußball auch eine taktische Sache hat. Denn wir waren heute nicht spielerisch eine tolle Mannschaft. Wir waren heute taktisch und kämpferisch einfach besser. Letzte Frage, damit du den Sieg auch heute genießen kannst. Was erwartest du denn jetzt von den nächsten Wochen? Die nächsten Wochen, ja, die werden schwer. Wir müssen zusehen, dass wir jetzt bis zur Winterpause auch mal auswärts punkten. Weil wenn wir nur zu Hause punkten, das ist nicht das Ziel, was ich mir gesteckt habe. Was die Mannschaft nun will, weiß ich nicht. Weil ich hatte der Mannschaft mal gesagt, ich möchte gerne eine Zelle haben, wo drauf steht, meine Ziele. Eigentlich ein Zelle. Von daher habe ich jetzt eigentlich mein Ziel Aufstieg revidiert, habe gesagt, okay, Klassenerhalt, ganz klar, nach dem Spiel der letzten Woche. Aber heute hat wieder bewiesen, dass eigentlich mehr drin ist. Und deswegen möchte ich die Sache eigentlich nicht so hoch sprechen. Für die nächsten Wochen, wie gesagt, mein Ziel, dass wir auswärts punkten und vor allem konstant werden und dann würde es gut. Aber zur Winterpause eben auf Platz 4, Platz 5, 4 Punkte hinter den Aufstiegsplätzen, dass wir in der Rückrunde dann losnehmen können. Das ist eigentlich die Marschroute, die ich vorgehen werde. Vielen Dank für das Interview.